Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier unsere neuen Truppen loszuschicken, um das Ganze zu planieren, um hier Stück für Stück auch vorzubereiten, dass wir endlich die Fläche hier gescheit nutzen können und auch Zugriff von jeder Seite drauf haben. In dem Zuge sind auch hier zwei neue Bagger, genauso wie zwei neue Transporter eingetroffen, die uns das Ganze hier unterstützen. Außerdem habe ich zugesagt, dass wir jetzt hier auch den Abraum reinliefern können. Obwohl ich glaube, dass das da unbedingt kein Abraum ist, sondern ich glaube schon, oder nee, das ist gleich kein Ekelschutt. Ich glaube nicht, dass das der Ekelschutt ist, der hier hinten platziert wurde. Nee, der ist viel grüner. Der ist viel grüner hier unten. Genau. Im selben Zuge haben wir auch eine weitere Serveranlage platziert. Und, ja, werden jetzt hoffentlich heute in dieser Folge anfangen können, den Schlamm zu verarbeiten, um unseren Schwefeltrade in den Gang zu kriegen, gescheit. Außerdem, was ihr mir auch gesagt habt, ich soll doch mal schauen, das habe ich in der letzten Folge leider vergessen. Ich müsste Quarz auf der Insel haben. Ja, hier. Ich habe Quarz auf der Insel. Easy. Daraus kann ich ja auch Sand machen. Also Quarz ist ja für nichts anderes gleich bis jetzt da, ne? Quarz. Der einzige Sinn hinter ist, daraus zerkleinertes Quarz zu machen. Und aus dem kleinerten Quarz kann ich wieder Sand machen. Also wenn ich keinen Sand mehr habe, kann ich Quarz zu Sand verarbeiten. Ist halt ein Schritt dazwischen noch. Auch sehr interessant. Gut, ja, aber wir kommen heute, wie gesagt, schick voran. Unsere Kollegen sind hier auch fleißig beim Verkippen schon dabei. Und das sollte uns dann auch Stück für Stück helfen, das Ganze hier profitabel zu machen. Ich hoffe, dass die sich gleich mal hier drum kümmern, weil wenn die Ecke erledigt ist, wäre ich sehr happy drüber. Ich habe dir natürlich relativ viel Fläche zum Arbeiten gegeben. Aber natürlich will ich auch schauen, dass wir hier gut vorankommen. Es gibt ja genug Projekte, an denen die auch arbeiten können. Also wir hier vorne verkippen, das ginge natürlich auch. Dass wir schauen, dass die jetzt alles ins Meer kippen anfangen. Ich glaube, wir haben hier nicht zu wenig Projekte, die wir machen können. Außerdem würde ich immer noch ein Projekt gerne starten, bloß dafür müsste ich erstmal die Leitung wahrscheinlich nach hier legen, dann hier drüber und dann hier einen Weg runter machen. Ich will immer noch das Meer hier abkappen. Das wird eine mega Aufgabe, komplett kompliziert und übertrieben und ewig lang dauern. Aber es wäre mega cool, wenn wir das hinkriegen würden. Vor allem ist das ein riesen Schlund für Erde und alles Mögliche. Die verkippen hier jetzt schon die Kleinigkeiten. Das wäre doch grandios, wenn ihr die Ecke davon noch machen könntet. Da vorne, warum macht ihr das da vorne nicht? Da vorne. Die sind daneben und so. Nope, ich fahre ans andere Ende der Anlage. Viel Spaß damit. Diese Fabrikfahrzeuge zwischendurch. Oh, sag nicht, keine Liefer, holt die Erde ab. Kann jemand eventuell diese Erde abholen? Ich setze das mal auf Prio 6 alles. Das wäre sehr nett, wenn sich da jemand drum kümmern könnte oder so. Jetzt wartet nicht der eine Bagger auf den anderen, weil wir hier ins Durchgraben anfangen. Tja. Rein theoretisch hätten wir dann noch ein bisschen mehr zu erledigen, wie nur eine Reihe. Ja, wenn wir das Ganze hier durchgraben können, dann kriegen wir langsam eine Ebene wieder rein. Und nicht nur die paar Zentimeter Unterschied, die wir bis jetzt haben. Kümmert ihr euch jetzt darum? Oh, endlich. Jawohl, endlich. Sie tun es. Muss ich das verstehen? Nein, muss ich nicht. Das ist schon wieder so komplett weird. Leute, kümmert euch da vorne drum. Bitte, ich bitte euch da drum.
Wie scheint, will keiner Erde abholen. Dann machen wir mal eine kurze Unterstützung hier. Ich müsste gleich aber auch hier das wegfliegen, ne? Der Automatismus. Genau. Ich sag, wenn halb leer voll, machen wir mit einer Prio 3. Ja, die Kollegen baggern jetzt hier die Schräge hoffentlich auch schon, oder? Ah, nee, weiß nicht. Ich hab's nicht in die Area gepackt. Ich Volltrottel. Ist ja die Sache, du musst immer schauen, dass alles in der Area drin ist. Ah, habt ihr es geschafft? Ja, dann kriegt ihr von mir meinetwegen auch mehr Verkippaufgaben. Verkippt die Area und dann verkippen wir noch das ganze Area-Bereich da vorne. Außer das da, das ist unnötig. So, und danach könnt ihr auch meinetwegen woanders verkippen. Gut, aber das bedeutet, ich kann jetzt das erste Zwischenlager machen. Ohne Probleme zu haben. Für den Schlamm. Ich würde hier gerne die Zweier nehmen. Also leicht abweichend, aber ist ja wurscht. So, und alles hier anschließen. Jetzt können wir endlich den Schlamm ausladen. Holy shit, wie lange hatten wir den jetzt auf Lager? Holy moly, aber ja, jetzt ist es soweit. Endlich, der Schlamm ist da. Das ganze Ding wird leer und wir können es endlich abtransportieren. Holy shit. Gut, jetzt muss ich mir noch kurz die Schlammanlage überlegen. Im selben Zug. Schlamm mache ich in Biogasanlagen zu Brenngas und Kompost. Warum lieferst du... Woher lieferst du mir den? What? So, wir brauchen diese Biogasanlagen jetzt. Bin ich jetzt blöd? Wo war denn der? Biogasanlagen. Da sind die Mischer. Waren die unter Nahrung? Nee. Unter was waren nochmal Biogasanlagen? Ah, hier drunter. So, wir müssen natürlich gucken, wie wir das am schlauesten machen, aber ich habe so circa meine Ideen. Weil der liefert jetzt natürlich... Warum hat der noch Schwefel geladen? Ist die Conversion Rate so übel, oder was? Scheint schon fast so. Oh Gott. Wenn ich mit einer Line 8 bediene, reicht das? Also wenn ich sage, der Plan wäre jetzt wie von mir. Ich setze ein hier hin. Ich kann maximal 6 bedienen, ne? Ihr sollt mit Schlamm arbeiten. Das ist schon mal fix. Und ich habe den falschen platziert. Das ist natürlich auch sehr schlau dann. Wenn ich dich kopiere jetzt. Flippe. Und dann sozusagen unten nochmal eine Reihe hinsetzt. Damit das gleich bleibt, natürlich auch so setzen. Genau, dem muss ich auch noch sagen, dass du Schlamm produzierst. Dann das Ganze kopieren. Flippen. Hier wieder ansetzen. Und davon platziere ich jetzt irgendwie so 4 Stück. Beziehungsweise ich kann dann bis zu 4 Stück setzen.
weil ich würde ein Förderband sozusagen da dran setzen. Und jedes kriegt ein Zwischenlager. Vielleicht ein bisschen übertrieben, was ich gerade schon wieder mache, oder? Ich baue das jetzt trotzdem erstmal schon. Nur um eine Vorstellung zu kriegen, weil holy shit, kriegen wir viel angeliefert. Und wenig Schwefel weg. Weil wie viel Schwefel haben wir denn jetzt verbraucht? Eine Hälfte irgendwie so? Und die Kollegen brauchen eine Zeit, um das Ganze zu produzieren. So, schau mal. Also der Plan wäre, wir machen hier so eine Leitung hin. Das ist Stufe 3 perfekt. Wir machen jetzt hier alle Stufe 3 einfach, weil wir es können. Akzeptiert ist. So, wir kopieren euch, flippen euch, setzen euch hier an. Wir machen halt echt, aber wir machen mit den kleinen Lagern, so schaut's aus. Also mit denen hier. Ein Lager hier und ein Lager hier. So. Genau. So, okay, und dann schließen wir das Ganze oder machen wir das Ganze mal fertig. Und dann sollte das Ganze ja schon mal fließen und laufen, oder? Yes. Holy shit. Da passiert eventuell auch viel. Jetzt hast du wenig Kraftstoff. Du hast doch noch voll viel. Benötigt 180 für die Fahrt. Dann müssen wir eventuell doch mal hier einen kleinen Zwischenspeicher noch hinsetzen. Mit einem Anschluss nach da hinten. Wo wir den Zwischenspeicher reinschicken. Und du bist für Kraftstoff, 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 Kraftstoff. Wo ist Kraftstoff? Diesel hier. Macht es irgendwie mit 600, 800 voll. Darf ich anmerken, dass das Brenngas schon voll ist, fast? Holy shit. Ich kopiere diese Anlage jetzt komplett. Und baue die nochmal 1 zu 1. Übertreibe ich eventuell gerade? Ja, aber ich finde das gerade mega cool irgendwie auch. Könnte auch sein, dass ich eventuell nochmal, dass ich eins von denen umwandle. Aber 160 zu 720. Ja, ich glaube, ich muss hier die... Das Schüttgutmodul gegen ein... Nee, gegen zwei Large austauschen, oder? Euch muss ich mal upgraden. So schaut's aus. Und du bist dem Vertrag auch zugewiesen, aber du bist ein... Warum bist du jetzt zum Beispiel ein Schwefel-Input? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wo kann ich das konfigurieren? Ach, kann ich das... Ah, schau mal, wir können jetzt hier aber das erstmal stoppen, beziehungsweise das Kabel vielleicht komplett löschen. Das Lager wird schon wieder leerer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber trotzdem sind das Massen, die hier drin sind. Holy shit. Nein, das ist nicht in. Kein Import.
Wie kommen denn jetzt hier auf die Idee? Wenn ich jetzt das erste... Es ist alles ziemlich dumm, was ich mache. I know, aber... Ich bin gerade überlegen, wie ich am besten hier gerade aus der Situation so ein bisschen rauskomme. Das ist am besten, glaube ich, komme ich aus der Situation raus, wenn ich hier nochmal zwei Lager hin platziere. Die keinen Import zulassen, sondern nur Export. Die beide auch nichts zulassen. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie zur Hölle ich mit dem Zeug weitermache, weil das ist echt viel, was hier rauskommt. Genau. Selbe machen wir hier drüben auch nochmal. Genau, und dann nehmen wir hier ein U-förmiges Förderband. Dankeschön. Und das machen wir hier drüben nochmal. Und dann bauen wir das Ganze mal durch. Dann sollte der das doch hoffentlich jetzt abtransportieren und nach da vorne bringen. Haben wir wenigstens ein bisschen Masse, die hier wieder rausgeht. Weil er schluckt... Also ich glaube, die Anlage reicht fürs Erste. Ich glaub's. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich eigentlich noch was mit dem Kompost machen? So mal rein aus Interesse. Kompost. Ich habe nie mit dem Kompost wirklich was weitergemacht. Kompost. Produktionswege und Verbrauch. In einem Mischer kann ich damit Dünger machen oder ich kann es mit Kies zur Erde umwandeln. Aber was bringt es mir, wenn ich Kompost umwandle? Ich kann höchstens, ich kann mehr draus machen. Okay. Oder ich kann es halt so Biodünger, oder? Umwandeln. Organischer Dünger, so heißt das. Organischer Dünger. Ich habe Dünger 2, der ist besser. Bedeutet für mich, ist der einzige Weg, das Zeug zu verkippen. Aktuell. So wie es aussieht. Und so wie es auch aussieht, kriegt ihr mal eine neue Aufgabenstellung. So, wir machen hier Planieren an. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie weit wir gehen. Ich glaube, dass wir das alles auf 1 lassen und den Rest hier auf 2 runter reiten anfangen. Und hier dann auch rumgraben können. Stück für Stück diese Anlage sozusagen verändern und abarbeiten. Aber wir haben hier rein theoretisch die ganze Anlage jetzt umgebaut schon. Das Ganze soll dann auch auf Stufe 1 runterkommen. So, ich glaube nicht, dass die Kollegen jetzt gleich leer sind an Fläche, die sie verkippen können. Kriegen die von mir mal die neue Verkippfläche. Ah, die nutzen sie schon, schauen. So, okay, hier wird geliefert und wir scheinen aber es wirklich zu verbrauchen. Das ist gerade mega cool. Mega gut, so. Wenn der leer ist, können wir den vielleicht nochmal anschließen. Die Kollegen schlucken jetzt schon gar nicht schlecht, glaube ich. Und damit sollte man relativ gut arbeiten können. Mit dem Brenngas, was wir rauskriegen, sollten wir vielleicht auch... Sollten wir was hinkriegen können.
Schau, wie die Kollegen schon kippen. Super. Hier geht's auch schon voran. Wie schaut's hier aus? Oh ja, das Lager schaut sehr, sehr gut aus. Das bedeutet auch, dass wir hoffentlich bei dem Rest jetzt langsam wieder ein Lager kriegen, wie es ausschaut. Ja, langsam wird hier wieder was draus. Vielleicht muss ich halt auch mal schauen, dass ich von dem Polysilizium ein Zwischenlager mache. Könnte vielleicht auch einen positiven Effekt für uns haben. Oh, du bist wieder leer, dann müssen wir wieder mal hier den Pausepunkt aktivieren. Obwohl, ich könnte wahrscheinlich euch beide einfach mal upgraden und dann würdet ihr auch hier ein bisschen besser liefern. Weil wir keine Erde verkippen möchte. Das ist... Weißt du was? Ich lasse jetzt wieder weltweit das Erdeverkippen zu. Weil mich das sonst hier stört. Und es sonst überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn ich das nicht zulasse. Und wir lassen auch weltweit das Kompostverkippen zu. Weil erstens, wir haben ein Megalager schon hier hinten. Also das Lager ist ja eh riesig. Von der Area her. Und ich begrenze eh gleich das Gebiet, was hier verkippt werden soll, dazu, dass es nur Erde verkippen darf und Kompost. Fürs Erste wird das hoffentlich reichen. Außerdem sollten die ganzen notwendigen Sachen verkippt werden. Ich will hier einfach Fläche kriegen. Und wenn ich mich jetzt damit beschränke, zu sagen, wo ich was verkipp, dauert das zu lang. Aber es schaut gut aus. Zuweisung auf... Ne, warte. Zuweisen. Schlamm. Schiff ist beladen. Was ist, wenn ich dich pausiere? Der Tank wird immer leerer. Ich will ja sozusagen den einen Tank jetzt leer kriegen von dem Schiff, damit der mir beim nächsten Mal wieder mehr liefert. Aber so wie es ausschaut, läuft es gerade sehr, sehr gut. Und wir haben viel, viel Brenngas schon dabei. Und jetzt will ich nochmal gucken, was wir mit Brenngas machen können. Alles mit Brenngas können wir relativ viel machen. Verbrauch. Mit Sauerstoff können wir Diesel und Wasser draus machen. Wir können es auch zur Dampfproduktion nutzen. Wir können damit Sachen verbrennen. Okay, ich kann mit Kalkstein machen. Oder ich produziere damit jetzt tonnenweise Wasserstoff. Dann kriege ich halt wieder Kohlendioxid raus. Alter, ich würde einmal gerne kein Kohlendioxid irgendwo rauskriegen, sondern einfach nur leben, arbeiten und so Zeugs. Aber ich glaube, das bleibt mir nicht vergönnt. Ich brauche halt den Dampfhochdruck auch wieder für. Aber rein theoretisch könnte ich mir ja den machen, indem ich eine Anlage mit Brenngas versorge und Wasser. Das geht sogar. Also rein theoretisch könnte ich alles mit Brenngas hier machen, um am Ende an meinen Wasserstoff zu kommen. Und dann könnten wir anfangen, vielleicht ein bisschen auf Wasserstoff umzusteigen. Bezogen auf könnten vielleicht. Weil ich verspreche gar nichts. Aber die Masse, die wir hier hoffentlich rauskriegen, sollte ganz gut sein. So, okay, jetzt kann ich doch hoffentlich dich umstellen zu Schlamm. Gut. Dann kann ich das Kabel abreißen. Dich wieder aktivieren. Kann euch zu stärkeren Dingen umwandeln. Und das alles nur, könnt ihr das jetzt abliefern, dass ich mich mit den Kollegen hier einschleimen kann. Vielleicht sollte ich erst die eine Richtung machen, dann die andere Richtung. Warte noch eine Sekunde, bin noch nicht so weit.
So, und dann schließen wir das Ganze an, auch wenn es jetzt ausschaut wie das größte Horror-Tentakel-Monster. Aber so kriegen wir natürlich gleich das Verhältnis besser hin zwischen den zwei Aufträgen. Was ist ja 240 zu 1800. Ich glaube, so sollten wir das Verhältnis besser hinkriegen. Ach, schau, wie viel Brenngas wir schon haben. Das ist böse. Jetzt lassen wir hier mal schon die Ecke noch abarbeiten und können wir in die Richtung weiterfahren und hier hinten vielleicht die Produktion dann noch erweitern auf vier wirkliche Größen. Weil mit vier gleich können wir richtig gut arbeiten. Das könnte richtig gut werden. Aber schau mal, die Masse an, die wir hier verarbeiten. Schon irgendwie brutal, oder? So, jetzt kommt er wieder und der ist relativ voll. Aber er kriegt nicht das ganze Schwefel weg. Aber wir kriegen auf jeden Fall mehr Schwefel weg wie sonst. Das muss man dazu sagen. Gleichzeitig kriegen wir eine Ressource, mit der wir in Zukunft hoffentlich unseren Ausstoß von bestimmten Sachen reduzieren können. Das könnte natürlich sehr, sehr cool werden. Mit der Masse, mit der ich jetzt hier arbeite, sollte das auch nochmal ein ganz anderes Level annehmen. Aber die Kollegen arbeiten schon hier ganz schön. Ah, ich glaube, die haben kein Verkippgebiet mehr. Kann das sein, dass euer Verkippgebiet sich jetzt verändert hat? Kippt mal. Das sind so viele LKWs. Das ist so brutal einfach, was hier abgeht teilweise. Das ist echt heftig. Ich sehe schon, das wird unser Main-Wasserstoffproduzent hier hinten auf einmal. Tankstelle 2 hat keinen Kraftstoff mehr. Ja, okay, das ist jetzt mir gerade ein bisschen Latte. Ich würde gerne sehen, dass wir irgendwelche Produktionsteile auf jeden Fall auf Wasserstoff umstellen. Das wäre ein mega geiler Hype. Aber wir sehen ja zum Beispiel, das hier wird weiter von hier hinten verarbeitet und überarbeitet. Bedeutet hier, das wird sicher eine Erdinsel. Ohne Frage. Ich sehe aber gerade auch sehr wenig Probleme in unseren ganzen Produktionsbetrieben. Das finde ich sehr schön eigentlich. Dass wir doch so stabil gerade stehen. Die Kollegen helfen gerade hier noch schön verkippen. Es ist brutal, aber wie viel Brennstoff hier anfällt. Das ist schon heftig. Wie gut unter Kontrolle. Jetzt haben wir es nicht mehr unter Kontrolle, glaube ich. Ah ne, wir haben gerade eine Lieferung erhalten, aber trotzdem sind wir jetzt mittlerweile wieder bei fast 2000. Also ich glaube mindestens noch eine weitere, wenn nicht sogar wirklich die zwei weiteren, sollten garantieren, dass wir arbeiten können. Und dann sollten wir auch auf Max Production laufen können mit diesem Vertrag. Ich glaube, das ist mega cool. Also ich glaube, diese Anlage ist genau das, was wir brauchen. Auch wenn ich rein theoretisch wahrscheinlich hier noch eins hinzuzaubern könnte, weil ich hier noch einen Anschluss frei habe. Also rein theoretisch würde ich noch eine irgendwo hin platzieren können, aber ich glaube, die sechs reichen vollkommen. Ich hätte die wahrscheinlich ein bisschen effizienter platzieren können. Mag sein. Aber ich sitze jetzt hier an einer Reihe und dann können wir hier dran arbeiten. Hier vorne arbeiten sie schön an ihren Flächen. Also das ist super, wie gut das hier vorangeht. Auch wenn die Bagger fast so groß sind wie die Berge in der Ecke, aber pff, das ist nie mein Problem, ganz ehrlich. Not my problemo. Alter, schau dir an, wie viel Kies hier ist. Es ist ja wunderschön. Also diese Cleanheit, wie hier vorne, werden wir jetzt nicht mehr haben, weil wir halt auch die Erde verarbeiten. Aber ganz ehrlich, das ist mir für mich jetzt relativ Latte mittlerweile. Einfach weil ich weiß, was der Sinn dahinter ist, dass wir den Rest machen. Und das ist vollkommen klar. Hier scheint es aber auch mittlerweile echt gut zu sein, weil die Ressourcen auf Lager bleiben. Er scheint mittlerweile auch Ressourcen lagern zu können, schon fast. Was ich natürlich sehr, sehr gerne sehe, wenn das funktioniert. Weil das heißt, dass unsere Lagerkapazität sich langsam erhöht. Und unsere Produktion auch nicht stagnierend ist, sondern noch exponentiell wächst gerade ein bisschen. Das ist schön zu sehen. So, warte mal. Ich mache hier hinten rein theoretisch ja gerade auch Graphit, ne? Also aktive Graphitproduktion. Haben wir die erst noch umgestellt. Hier müsste ich dann auch mal weiterschauen, dass ich die weiter verändere.
Aber ich kriege ja trotzdem noch ganz viel Kohlenstoff raus, ne? Das ist Kohlenstoff, den... Ah, nee, aber trotzdem nicht mehr die Menge wie davor. Es verändert schon was. Wie viel kommt eigentlich bei der Umwandlung von... Gar nichts. Oder wenn ich den Kohlenstoff, Kohlendioxid zu Graphit umwandle, verliere ich absolut null. Was ich jetzt aber überlegen sollte, wenn ich weiß, wie weit ich circa grab, dass ich mich hier einen Korridor freihalte. Einen fixen. Und das wird das erste Mal sein, dass ich seit langem wieder solche Sachen verwende. Das habe ich echt lange nicht verwendet. Das war früher mein Lieblingsspielzeug und jetzt halt verwende ich es fast gar nicht mehr. Was ist bloß mit mir passiert? So. Ich will bloß absichern, dass wenn ich da hinten jetzt anfange zu graben, dass ich nicht aus Versehen zu viel wegnehme. Ich möchte bloß diese Wand behalten. Aber wie gesagt, es werden ja trotzdem Grabungsarbeiten sein, die hier passieren. Und wir wissen, wie gut ich mit Grabungsarbeiten bin. Es könnte wieder ganz schlecht enden. Gut, aber wir kommen hier Stück für Stück voran. Auf was warten? Wo sind die LKWs dazu? Wo sind die LKWs? Wir hatten zugewiesene LKWs. Wo sind die hin? Oh, die Tanks gehen voll. Wo sind die hin? Auf welchem Welttrip sind die schon wieder? Ja, jetzt langsam wird das Brenngas dann voll. Jetzt müssen wir dann anfangen, endlich wirklich reinzubrennen. Ansonsten wird das nichts. Also wir werden nach hier vorne auf jeden Fall eine Brenngrasstrecke aufbauen müssen. Das wird noch ganz interessant. Mich würde bloß interessieren, wo zur Hölle die Kollegen hin sind. Ja, aber wirklich komplett verbrauchen kriegen sie es nicht hin. Aber ich glaube, wir sind trotzdem gut dabei und wir schlucken 1000 fast pro Runde. Oder wie viel kriegen wir? 1080, ja, 1000 pro Runde. Das ist schon übel. Dafür, dass wir 240 hergeben. Aber für uns ist ja auch wieder keine Sache, weil wir haben ja so viel. Wie schaut es eigentlich mit den Tanks aus? Ey, die werden leer. Ich glaube, ich spinne. Die werden ja echt leer. Ich muss mehr Schwefel produzieren. Was mache ich denn bloß ohne Schwefel dann? Ich glaube, ich muss meine Produktion echt erhöhen, weil das könnte für uns eine mega Anlage sein, grundsätzlich. Wo wart ihr? In welcher Weltreise wart denn ihr jetzt? Leute, ihr dürft nicht einfach von eurer Arbeitsfläche weggehen. Wir brauchen euch hier an der Front. Auch wenn es wahrscheinlich hoffentlich bald mal die ersten Riesenbagger mit Wasserstoff werden, also so wäre meine Hoffnung, dass ich euch beide zu Wasserstofffahrzeugen um, oder euch allen, alle zu Wasserstofffahrzeugen umbaue. Wäre mein Ziel, die als erstes umbauen, weil das sozusagen die Nebenproduzenten sind. Und danach sollen die Kollegen sozusagen die, sozusagen vorzeigen, was unsere Anlage kann. Wir brauchen halt dafür mega Wasserstofftanks und Vorladen und das, oder das ist halt eigentlich mein Plan, zu schauen, wie gut wir reinkommen in das Ganze. Und dann halt wahrscheinlich mit Unterstützung noch arbeiten und vielleicht eine neue Anlage mit mehr Effizienz reinsetzen. Aber fürs Erste ist das hier der Plan. Wie gut er ist, werden wir sehen. Aber wir werden das Ganze Stück für Stück umsetzen. Und dann sollten wir Stück für Stück das Ganze in Bewegung setzen können und auch weiter umbauen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch, hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.